So, wir sind jetzt tatsächlich im Sommer angekommen. Und unsere Blümchen wollen wieder gegossen werden. Da fangen wir natürlich mit den Bäumen an, damit ich die nicht wieder vergesse. Die sind einfach so weit weg. Wenn ich die nicht sofort mache, sind sie raus aus meinem Gedächtnis. Wir möchten die vorgedüngten Felder natürlich auch so schnell wie es geht bepflanzen. Denn wir haben Pflanzen, die dauerhaft wachsen. Oh, ich habe vergessen, die Kirschen einzupflanzen. Nein, ich bin mir ja auch eine Flitzpiepe, wirklich. Ich dünge hier, ich gieße hier und was mache ich? Nix. Ich habe ja quasi den nassen Boden einfach nur noch nasser gemacht. So. Meine Güte, aber ihr sagt ja auch nichts. Könnt ihr auch nicht. Ich nehme ein bisschen Voraus auf. Okay. Wenn ihr noch Tipps habt, wenn ihr zum Beispiel die Bäume ganz anders gepflanzt habt, sagt es mir ruhig. Ich hatte nämlich überlegt, ob man hier in der Mitte vielleicht noch einen Baum hinsetzt. Ging ja rein theoretisch, dass man die hintere Reihe richtig eng bepflanzt. Hier würde in der Mitte auch noch eine reingehen. Und die zweite Reihe eben ein bisschen lockerer. Ich weiß nicht, ob es nachher zu viel ist, weil jeder Baum hat auch noch Grünzeug oben drüber. Da kriegt man nachher vielleicht so dezent Schmerzen. Hier hinten ist das Feld vergammelt. Das würde ich jetzt erstmal so lassen. Wenn wir Energie übrig haben, können wir das noch ändern. Aber etwas wegzuschaufeln braucht leider auch ziemlich viel Kraft. Und die möchte ich jetzt erstmal nicht unnötig verschwenden. Ihr versteht ja sicher, dass ich erstmal die wichtigsten Sachen mache. Hier das Gießen, was noch lebendig ist. Und dann in Ruhe das wegschaufeln, was nicht mehr lebendig ist. Die Pflanzen aus dem Sommer, zum Beispiel die Erdbeeren, sind natürlich eingegangen. Ich gieße hier schon mal und dann werde ich gleich noch nachpflanzen. Und ich hoffe, dass uns der Dünger reiche Ernte bringt. Obwohl wir die Felder nicht gigantisch machen. Okay, dann komme ich hier hinten. Mein das am besten. So, die Paprika pflanzen hin. Dann noch der Mais. Oh, schnell noch was essen. Okay. Im Sommer die schwarzen Bohnen. Okay, hier ist noch Platz. Tomaten können hier ein paar hin. Die anderen passen nicht mehr richtig. Ja. Kommen die anderen noch hier hin? Davon haben wir ja ein paar mehr. Ich esse jetzt wieder. Ich will nicht umkippen. Oh, die Kartoffelsuppe hält besser. Gut zu wissen. Equip. Komm, liebe Tomate. Und jetzt, die wachsen auch im Sommer. 28. Okay. Die kommen jetzt hier hin. Schön verteilen. Super. Das waren jetzt unsere dauerhaften Früchte. Und jetzt müssen wir mal gucken. Kidneybohnen haben wir noch. Können ja hier mal so die nicht so wertvollen Sachen anbauen. Wasabi zum Beispiel. Noch was essen. Und dann haben wir hier noch Kidneybohnen. Ziemlich viele sogar. Dann sind die Felder erstmal voll. Hier könnten wir auch noch anbauen. Okay. Dann lohnt es sich hier wenigstens weiter zu gießen. Dringend, nein, nicht platzieren. Nein, essen. Ach Gott, diese Steuerung.
So, Pflanzen, werde doch mal fertig hier. So, ich schau mal, ob ich noch eine Schaufel habe. Wenn nicht, könnte man es ja noch eine gute machen. Die Holzschaufel, da stehen wir ja ewig. Wir brauchen also eine Schaufel. Da würde ich sagen, machen wir mal eine aus Eisen. Haben wir hier noch was? Nein. Oh, wie furchtbar. Tut mir leid, dass ihr dieses Geräusch schon wieder hören müsst. Wasserkanne. Woraus war denn die Schaufel? Oh nein. 2 zu 2. Ich glaube 2 zu 1. 1, 2, 1. Drückt mir die Daumen. Eine Bürste. Ach Mann. War denn die Schaufel? Ich behalte mal die Bürste, man braucht die ja mal für die Tiere. Das ist trotzdem alles. Doch, ich habe ja noch Erdbeeren. Oh Gott, ich dachte, ich habe keine mehr. Moment, da können wir die Quest noch machen. 3 Stück. Oh Gott, ich freue mich gerade. Entweder habe ich die vorhin total übersehen oder keine Ahnung. Bin so ein bisschen blind. Warte mal, Marvel wollte der eine noch? Nee. Die einzelne Kammer und das hier. Sicher. Oh, ist gar nicht so einfach. Einmal Eisen. Bringt jetzt auch nicht so viel, ne? Ich weiß nicht mehr, wie die Schaufel war. Ich glaube, ich muss gleich nochmal nachgucken, damit ich nicht unnötig viel Material verschwende. Wäre ja schade, ne? So, dann mache ich mal ganz kurz eine Pause und schau nach. Bis gleich. Jo, willkommen zurück. Ich habe gerade geguckt. 1 zu 1 ist das Rezept. Also. Ganz einfach. Wir können ja mal Stahl nehmen. Ich habe gerade Stahl geschmolzen. Ich weiß nicht, ob ihr es noch gesehen habt. Ein Holz, ein Dings bauen. Bitte lass es funktionieren. Eine Stahlschaufel. Vielleicht haben wir Glück, die hält länger. Ich wollte es jetzt einfach mal ausprobieren. Mit Stahl habe ich noch nicht gebaut. Also die zwei Sachen werde ich jetzt mal wegmachen. Und Eisen brauche ich auch nicht weiter. Das darf auch mal weg. Den lagern wir. Das verkaufe ich. Stahl brauchen wir nicht weiter. Ich gehe mal kurz zur Küste. Nee, warte mal. Ich bin ja hier schon mal. Oh, 6? Nee, sogar noch mehr. Der macht auch 3x3. Das ist gut. Nur nicht zu viel wegmachen. Okay. Da drüben, die alten Erdbeeren können wir auch noch wegmachen. Die wollen ja nicht mehr. So. Dann haben wir hier wieder ein bisschen Platz. Dann nehme ich hier noch ein bisschen Gras weg. Hier und hier. Dann können wir die Felder nochmal erweitern. Das ist auch schön.
So, auch die Baumfarm werde ich hier nochmal erweitern, sobald es sich ergibt. Okay, nochmal essen. Ja, die Kartoffelsuppe bringt doch ordentlich Energie zurück, hätte ich auch nicht gedacht. Falls ihr das gehört habt, das war mein Schatz, der ist gerade ein bisschen ungeduldig. Manchmal auch mit den Gegenständen. Hat aber nichts zu bedeuten. So. Ah, ich musste kurz was besprechen. Jetzt bin ich aber wieder drin. Sehr schön. Eigentlich würde ich die Bäume hier gerne noch ein bisschen wachsen lassen, aber wir brauchen das Holz früher oder später. Werde ich an der Werkbank versuchen, Kisten herzustellen. Na komm. Wir brauchen dringend Lagerplatz, egal wie groß. Vor allem der Fernseher wäre toll. Da können wir ja neue Rezepte lernen jeden Tag. Den werde ich mal so schnell wie es geht holen. Ja, das wäre eine gute Idee. Wir gehen jetzt mal in die Stadt und mal ein bisschen Maschinen einkaufen und so. So. Mir sagt mein Handy, dass die Folge schon wieder zu Ende ist. Ich habe hier doch noch die Schaufel behalten. Damit kann ich die zwei einzelnen Teile hier noch wegmachen. War hier noch irgendwas? Nö, sieht alles super aus, ne? So, das darf hier bleiben. Die Sachen wollten wir noch versuchen abzugeben. Und das Holz kommt direkt in die Sägemühle. Komm mal her. Korrekt. So. Oh, diese Geräusche. Wie beim Zahnarzt, hast du ja schon mal gesagt, ne? Honig verkaufen wir, Nabel wollten wir abgeben, sehr gut. So, ich glaube, die eine Schaufel behalte ich, aber die mega schlechte Gießkanne will ich nicht mehr. Die kommt jetzt weg. Eine Gießkanne, einmal Honig, die Dinger und der Rest ist schon wertvoll genug. So, ich habe gerade noch einen Zuschauer mehr. Im Live-Modus. Und der sagt mir, ich nehme schon 12 Minuten auf. Na gut. Damit hat er natürlich recht. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis gleich. Ciao, ciao.